Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen im Kompakt-TV-Studio zu einer Sondersendung. Bei mir zu Gast Xavier Naidoo und Oliver Janich. Wir sprechen natürlich über Xavier in erster Linie, aber Oliver Janich ist sozusagen der Aufklärer, der schon am längsten mit Xavier zusammenarbeitet und der auch dieses Gespräch vermittelt hat. Vielen Dank, lieber Oliver. Und ich habe ihn einfach zu Rate gezogen und mit einbezogen, weil er, lieber Oliver, sicherlich die besseren Fragen stellt als ich. Deswegen, du kannst jederzeit reingrätschen, wie du möchtest, und kannst mich auch stoppen. Meine Ausgangsfrage ist eigentlich an den berühmten Sänger und das Idol der Jugend, das Wahrzeichen des Sommermärchens. Wie konnte es so weit kommen, dass du jetzt der Paria bist, der Verschwörungstheoretiker, vielleicht sogar der Nazi? Was hat da zusammengespielt? Naja, vielleicht ein Teil die Erziehung, ein Teil die Texte, die ich schreibe, ein Teil die Herkunft meiner Eltern, vieles, das dazu führt, der zu sein, der man ist, und eben zu merken, dass man bei gewissen Themen, bei gewissen Sachverhalten den Mund nicht halten kann. Ich komme schon ein bisschen aus einer Familie, die einen solchen Hintergrund hat, eben aus dem Apartheid-System in Südafrika. Und während ich groß geworden bin und aufgewachsen bin in Mannheim, haben meine Eltern sehr, sehr, sehr viel Nachrichten verschlungen. Auslandsjournal, Monitor, wie die ganzen Dinge, diese ganzen Nachrichten hießen. Denn meine Eltern wollten immer informiert sein über Südafrika. Das heißt, ich bin als Kind mit allerlei Nachrichtensendungen groß geworden, mit Eltern, die immer versucht haben, rauszufinden, was ist in Südafrika gerade los, wird es besser, wird sich das System jemals ändern, wird die Apartheid abgeschafft. Und das hat mich zu einem recht früh, zu einem wacheren Menschen gemacht, sage ich mal, oder Kind. Ich war dann auch eben früh in Südafrika, schon mit 7 Jahren, das erste Mal, und bin natürlich aus allen Wolken gefallen, weil die Apartheid da eben noch in vollem Gange war. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, dass ich eben vielleicht aufwachen durfte und sehen konnte, wo wir uns hier in Deutschland auch hinbewegen. Du hast jetzt aus deiner Perspektive die Frage beantwortet, wobei mein Impuls geht eher in die Richtung, was eigentlich die Gesellschaft oder die Herrscher der öffentlichen Meinung dazu getrieben hat, dass sie dich von einem hochverehrten Star zu einem Teufel gemacht haben. Also was war der Startpunkt für diese Verteufelung des Xavier Naidoo? Ich glaube, lieber Jürgen, dass das damit zu tun hat, dass ich, also ich sag mal so, ich glaube, ich war noch nie der Liebling der Journalie oder der Feuilletons oder wo auch immer man mich da hinstecken möchte. Es war immer ein bisschen schwierig, über mich zu berichten. Man hat sich nicht so leicht getan mit meinen Glaubensthemen. Das ist immer schon aufgestoßen. Also so ganz sich zu mir bekennen wollte sich da auch keiner. Es war immer schon ein bisschen verschroben, was ich gemacht habe, und ich bin da immer schon ein bisschen angeeckt, aber klar, ich hatte Erfolge und man konnte mich nicht zur Seite wischen vielleicht, aber so richtig angekommen bin ich im Mainstream sowieso nie. Ich war immer schon der Jesus der Hitparaden und was man mir alles angedichtet hat. Und von dem her habe ich auch, man darf nicht vergessen, meinen ersten Echo habe ich wie abgelehnt, ne? Ich habe ihn nicht angenommen. Das hat ja schon hohe Wellen geschlagen und dazu geführt, dass ich ein bisschen schief angeguckt wurde. Und auch die darauffolgenden Jahre habe ich mich nie so richtig in das Business einfügen wollen und können. Und ja, das hat immer zu Irritationen geführt. Und natürlich war ich auch ein bisschen jung und habe das nicht alles so intelligent angestellt oder mich nicht so wohl ausdrücken können damals. Aber es war mir immer ein bisschen unangenehm, innerhalb dieses Business meine Arbeit, meiner Berufung nachzugehen. Es war mir immer unangenehm, es war nie so ganz meine Welt. Aber meine Welt war eben, Musik zu machen, Texte zu schreiben, die Dinge, die mich im Innersten bewegen, auf Papier zu bringen und zu vertonen und zu singen. Also, und das ist vielleicht einfach der ausschlaggebende Punkt. Natürlich, innerhalb dieser Musik kamen dann eben Themen zur Sprache oder Interviews, die ich
weiß nicht mehr genau, 2010, 2009, da im Frühstücksfernsehen, als ich gefragt wurde, ob Deutschland noch frei ist. Also das waren, glaube ich, so die Anfangspunkte, wo man gemerkt hat, oh, also mit dem Neido stimmt aber irgendwas ganz und gar nicht. Also nach meiner Erinnerung, aber Oliver, du musst mich korrigieren, du weißt das vielleicht besser. Nach meiner Erinnerung ging es so richtig gegen dich, gegen Xavier los 2011, als du die Frage nach dem besetzten Land und der amerikanischen Besatzungsmacht aufgebracht hast. Oder war da, also vorher gab es schon Frotzeleien, Jesus der Hitparade und so, aber so richtig bösartig wurde es 2011, oder? Nicht sofort. Also ich muss sagen, als ich da im Frühstücksfernsehen um 6.30 Uhr oder was gefragt wurde, ob Deutschland frei ist und ich dann ein wenig erstaunt war, dass diese Frage kommt. Ich hatte tatsächlich ein T-Shirt an mit Freiheit für Deutschland unter meinem Hemd, weil wir in dem Studio auch ein paar Minuten später unseren Song Freiheit performt haben. Und mir ging es sowieso um dieses Thema und dass dann die zwei Moderatoren, die lustigerweise am gleichen Tag Geburtstag haben wie ich, das war vielleicht die Fügung, mir dann diese Frage gestellt haben, ob Deutschland frei ist, da konnte ich natürlich nicht an mich halten und so musste so antworten, wie ich es eben fühle und sehe. Und das war schon der Anfang, aber ehrlich gesagt blieb da der große Aufschrei noch aus. Es kam erst ein paar Jahre später, ehrlich gesagt. Und aber ihr beide kamen dann schon 2011 in Kontakt oder wann begann eure gemeinsame Zusammenarbeit? Mir, glaube ich, ein Buch geschickt und wir haben uns auch, haben wir uns da schon getroffen bei mir, ne, gell, du? Ja, also das war vorher, also ich habe dir mein Buch geschickt, weil ein Kumpel von mir, Tobias, gemeint hat, wenn du das an die Adresse schickst, dann kommt das auch an und dann habe ich da ganz frech meine Telefonnummer reingeschrieben und dann hast du sofort... Dann hast du sofort angerufen. Ich dachte, da verarscht mich einer. Ja, hallo, hier ist der Xavier. Ja. Ich, Max, das kann ja wohl nicht sein. Hab aber mal so getan, als ob du es bist, weil ich mir gedacht habe, wäre ja blöd, wenn du es dann nicht bist. Dafür habe ich dich jetzt Jahre später aus meiner Unterstützergruppe geschmissen, weil ich gedacht habe, dass du es nicht bist. und ich glaube, das ist, Jürgen, übrigens die exklusivste Unterstützergruppe der Welt, ja, wo Xavier da nur keinen Einlass hat, auf Telegram. Und ich glaube, das Interview mit Sat.1 hattest du da nachgegeben, wenn ich mich recht erinnere. Das war ARD oder so in Köln, in den Katakomben da unten, zig Meter unter der Erde ist dieses Frühstücksfernsehen-Ding. Das ist also ein Hochsicherheitstrakt, will man fast sagen. Und das war also öffentlich-rechtliche, ZDF oder ARD, ich weiß nicht mehr genau. Es war auch ein Themenpark vom ZDF oder ARD, zu dem wir dieses Lied geschrieben haben oder für Amnesty International haben wir den Song, glaube ich, geschrieben, ursprünglich. Ja. Ja, du hattest aber vorher, warst du schon bei einem alternativen Medium, deswegen hatte ich auch den Mut, das dir zu schicken. Das Ding gibt es nicht mehr, aber es war so ein Sender, da musste man bezahlen. Nature 23 war das mit Jan Gaspar. Ah ja, genau, Jan Gaspar, ja. Auch mit Daniele Ganser, sorry. Ja. Genau, und ich hatte das gesehen und war dann beim Robert Stein, wie der danach hieß, der hieß dann wieder anders, der Sender. Und deswegen hatte ich auch eben den Mut gefasst, dir was zu schreiben, weil zum Beispiel damals stand dann kurz drin, da hattest du ja mein Buch empfohlen mit dem Song, mit dem Wahrheit. Ja. Und da kam aber noch nicht so viel. Ja? Also da kam ein paar Artikel, aber der Buchabsatz ist leider gar nicht explodiert. Aber dafür explodiert es mein Telegram-Kanal, dank dir, unter anderem. Mir scheint aber das ursprüngliche Politisierungsthema, also nach der Apartheid und den südafrikanischen Erfahrungen, war nicht die fehlende Souveränität Deutschlands, sondern das ursprüngliche Politisierungsthema war über die Kinderschänder. Also dieses Erlebnis, wo du durch Charleroi, heißt da glaube ich der Ort, in Belgien gefahren bist. Und ja. Das war ja die Stätte, wo Dutroux dieses schreckliche Kindergefängnis mit Missbrauch und Tötung unterhalten hat. Aber du hast die Atmosphäre in dem Ort schon gespürt, als der Dutroux noch gar nicht aufgeflogen war. Und das finde ich... Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, weil das deutet darauf hin, dass du gewisse, ich traue mich es gar nicht auszusprechen, aber
Das müssen ja spirituelle Fähigkeiten und Sensoren sein, mit denen du solche Verbrechen erahnen kannst, auch dann, wenn sie noch nicht manifest sind. Ja, so ähnlich würde ich es auch sehen. Ich habe es immer in Verbindung mit meiner Musik gebracht, also dass ich eben Texte verfasse, die Jahre später oftmals in die Wahrheit übergehen. Das habe ich schon öfter erfahren mit Texten von mir. Und diese Vorahnungen oder etwas in seiner Gefühlswelt etwas wahrzunehmen, das einen aus der Bahn wirft und das eben sensibel genug zu sein, das auch anzunehmen und nicht das zur Seite zu wischen, das wohnt mir wohl inne irgendwo. Aber ich denke, dass das Künstler auch sein müssen, diese gewisse Sensibilität zu haben, um diese Texte überhaupt zu verfassen aus dem Herzen. Da ging's los. Denkst du, dass dein Christsein, was ja auch nicht von Anfang an da war, was du ja auch entdeckt hast, ich glaube Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, also dass diese Verbindung zu Gott, die du hergestellt hast, bei dieser Sensibilität oder der Ausbildung einer solchen Sensibilität eine Rolle gespielt hat? Dazu muss ich auch sagen, dass natürlich vielleicht auch der erste Aufwachprozess tatsächlich auch ausgelöst war, dass ich eben katholisch erzogen wurde. Meine Familie ist katholisch und ich natürlich durch mein Kirchgängertum dann doch auch in der Pubertät oder auch als mein Vater dann gestorben ist, 1992, auch das hinterfragt habe, was in welcher Kirche bin ich da, wer ist der Papst? Ich habe zu meiner Konfirmation hatte ich ein großes Buch über alle Päpste geschenkt bekommen. Und das war wohl ja, in den 80ern logischerweise. Ja. Und dieses Buch war lange, es war in so Leder gebunden. Es war lange nicht in meinem Fokus und irgendwann habe ich dieses Ding mal aufgeschlagen. Und es war zu der Zeit, glaube ich, eher Mode, die Kirche und den Papst und so eher so ein bisschen zu verteufeln. Oder auch, es war schon nicht mehr so in Mode. Und ich habe dann bin fast dazu übergeschwenkt zu sagen, so, und wenn ihr alle dagegen seid, dann bin ich jetzt dafür und habe mir die Historie der Päpste richtig drauf gearbeitet, geguckt, wer hat was gemacht und die päpstlichen Bullen und dann wird einem aber so langsam, gehen einem dann die Augen auf und man denkt, Moment, in was für einem Verein bin ich hier eigentlich gelandet? Und so hatte ich dann die nächsten darauffolgenden Jahre große Auseinandersetzungen mit meiner Mutter, mein Vater war schon verstorben, aber also da waren meine Mutter und ich waren nie weiter auseinander als in der Zeit, weil sie eben erzkatholisch alles verteidigt hat, was sie indoktriniert bekommen hat in Südafrika. Und ich gesagt habe, nee, das kann doch nicht sein. Ich lese hier was ganz anderes, als was man uns in der katholischen Kirche erzählt. Und da ging der Zwiespalt los. Dann habe ich schon verstanden oder für mich gesehen, also was ihr uns als weiß verkauft, ist eigentlich schwarz. Und eigentlich ist schwarz-weiß und ich muss mich komplett neu orientieren, merke ich gerade. Und da habe ich eben auch verstanden, was für eine Macht die katholische Kirche alleine über das Schuldmonopol, will ich mal sagen, ausübt und das Schuldigmachen der Gläubigen. Und da bin ich langsam aufgewacht und habe gemerkt, okay, Moment, so ich kann das nicht mehr verteidigen. Ich kann es nicht verteidigen und ich muss einen Weg hinausfinden. Ich glaube, meine ersten Lieder waren auch davon geprägt, dass ich eben mein Katholischsein verarbeitet habe, also mich freigesungen habe davon, aus den Dogmen, auch viele Texte an mich selbst gerichtet waren, zum Aufwachen und zum Verstehen, was der Schöpfer, wer der Schöpfer ist und dass er diese Mittler doch gar nicht brauchen wird, um mit mir in Verbindung zu treten, wenn ich es möchte. Ich bin frei. Frei wie ein Vogel es ist, beflügelt und getragen, so Jubilee und frohlocke ich, denn ich bin frei, ich bin frei. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei, Gott sei Dank, ich bin frei.